Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich glaube, wir sollten doch mal nicht in Mythenbildung verfallen. Es ist ja nicht so, dass die Stadt Kassel sich jahrelang vergeblich darum bemüht hätte, die entsprechenden Stellen zu besetzen und dass sie jetzt aus diesem Grund, weil das halt zu den entsprechenden Konditionen nicht geht, auf diese Gesellschaft ausweichen und weil das Vergaberecht so bürokratisch ist, dass da gar nichts geht. Nein, letztendlich ist die Gründung der GBGV auch eine Reaktion auf jahrelange Versäumnisse dabei, das Bauamt und die entsprechenden Stellen entsprechend aufzustocken und auszustatten mit den Möglichkeiten, die erforderlich wären, um zum Beispiel den Sanierungsstau in den öffentlichen Schulgebäuden zu beseitigen und den Verfall der öffentlichen Infrastruktur zu bekämpfen. Da haben Sie lange geschlafen und jetzt soll hier mit dem Schnellschuss reagiert werden, um das Ganze auszugliedern. Und für uns stellt sich hier ganz entscheidend auch die Frage von demokratischer Kontrolle und Transparenz. Wir haben also einen Aufsichtsrat, der personengleich sein wird mit dem der GWG, dem im Wesentlichen der Magistrat die entscheidende Rolle spielt. Wir haben eine Gesellschafterversammlung, die aus dem Magistrat besteht. Und hier stellt sich für uns doch ganz entscheidend die Frage, wer kontrolliert hier eigentlich wen? Und das geht schon um bestimmte Strukturen, wo wir den Eindruck haben, dass hier ein kleiner Kreis Entscheidungen treffen will, die dann nachträglich, nachdem im Wesentlichen die Entscheidungen gefallen sind, den Stadtverordneten nochmal eben vorgelegt wird. Also wir halten das für unsauber und deshalb werden